Hallo, liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Der Maulwurf. Der Maulwurf ist ein Kinderspiel aus dem Hause Ravensburger. Es kommt aus der Reihe Meine ersten Spiele und das ist wirklich sehr einfach. Der Elias, der ist schon fast zu alt für das Spiel, hat er vorhin gesagt, oder? Okay, weil das Spiel können durchaus schon Dreijährige spielen. Ich würde mal sagen, für Kinder zwischen 3 und 4 Jahre ist das Spiel ideal. So, hier haben wir schon mal die Blüten beliebig aufgebaut, die Plättchen. Das ist ein Puzzleplan, 3 Teile und der wird einfach zusammengemacht. Jetzt fangen wir gleich direkt an zu spielen, weil die Regeln sind wirklich einfach. Jetzt schaut der Elias erst einmal, wo er diese Blume sieht. So, hast du sie gesehen? Perfekt. Dann setzt er hier ja diesen Behälter drauf, hebt den auf und da sind 3 Kugeln drin. Und je nachdem, wo die Kugeln landen, bekommt er diese Blüten. In dem Fall waren 2 bei grün und 1 bei rot. Das heißt, er bekommt... Hey, du bist richtig schnell. Man merkt, da geht es um das Erkennen der Nächsten, weil wir sind jetzt hier. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich sogar 3 habe. Keine. Oh, so, schönes Beispiel. Das ist jetzt echt gut, dass die Zuschauer das auch sehen. Die Kugeln, die sind nämlich nicht immer auf den Löchern drauf. Da muss man ein bisschen wackeln, ein bisschen schieben. Dann funktioniert es aber auch nicht. Man sieht hier, auch wenn ich es jetzt zu habe, das ist etwas doof. Da hätten wir uns ein bisschen besseres Material gewünscht. Allerdings, ja, ich bekomme auch nur 1 Plättchen. Ich habe gedacht, ich bekomme jetzt mehr. Und das war's auch schon. So, und jetzt haben wir hier 2-mal gelb, 1-mal rot. Man merkt, Farben lernen spielt auch eine Rolle. Perfekt, das zuordnen. Und natürlich das Nehmen merkt einfache Regeln. Oh, wieder ein schönes Beispiel. Sind auch wieder hängen geblieben hier auf der Seite. Ist eigentlich ein bisschen schade für das Spiel. Jetzt bekommt der Elias 1 gelbe. Oh, diesmal wird es richtig knapp. Du bist so schnell. Das kann ich sehen. So, ein bisschen schütteln. Oh ja, das läuft. So, und wie lange geht das Spiel denn überhaupt? Das Spiel geht so lang, bis man eine Blume hat. Genau, bis ein Spieler die Blume hat. Das heißt, bis er seine Blume vervollständigt hat, dann ist das Spiel fertig. Keins, wer solche Spiele mag, oder gerade für Spielanfänger, sicherlich interessant. Für Geübte ist es allerdings wirklich keine Empfehlung. Also hier sollte man schon schauen. Hey, ich habe mal gewonnen. Klatsch ab. Und? Das war der Maulwurf. Man sieht ein einfaches Spiel. Ich sag tschüss, der Elias auch. Tschüss. Gibt uns mal einen Daumen hoch oder ein Abo. Darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen. Macht's gut, bis denn.